schon. Ja, das ist auch noch. Hier. Irgendeine Straße zwischen vielen Hotels. Und stehen im Stau, oder? Nein, der Kollege macht mal wieder Pause. So wie immer. Deswegen stehen wir hier rum, weil der Kollege wieder Pause machen muss. Ist das dein Ernst? Dafür sucht man sich Haltestellen mit Haltebuchten. Ich meine, ich habe auch. Wie viel habe ich? Ja, 4 Minuten Verfrühung. Und? Behindert trotzdem nicht den Verkehr. Jetzt fahr. Meine Güte. Ich da vorne eine Stundenanzeige, wann der Abfahrt hat. Das ist einfach nur so eine kleine Haltestelle, ne? Aha. Ja, jetzt hat er, glaube ich, Motor an, oder? Ja, wenigstens hat er Motor an. Ist ja schon mal etwas. Na gut, warten wir weiter. Junge, was ist jetzt? Mein Bus ist sogar schon so langweilig, dass ich selbst regeln muss. Jetzt mach! Gott, dann nicht. Dann warten wir halt noch ein bisschen weiter. Er hatte seinen Motor schon wieder aus. Natürlich. Ist das derselbe Kollege wie gerade? Der schon mal so lange vorne stand? Ja, danke. Doch, jetzt fahr du auch. Hopp. Wow, ich muss doch. Bremst doch mal. Muss zwar ja auch anhalten, aber ich bin behindert wesentlich den ganzen Verkehr. Hallo. Stand gerade keiner, wo kommt ihr her? Hi. Machst du denn da oben? Cool, dass man sowas auf Mallorca kann. Sehr schön. So. Proxima Parada. Joe Maranga. Viehspur hier. Ja. Nachdem wir gerade schon lange hinter dem standen, stehen wir jetzt an der roten Ampel. Macht es nicht sonderlich besser. So, mein Freund, was ist jetzt? Okay. So, ich kann fahren, ob ich lang muss. Fahr da. Okay.
Wir stehen an der roten Ampel und stehen dort immer noch. Wir werden dort auch noch länger stehen, so wie es aktuell aussieht. Jedoch. Ganz vorsichtig um die Kurve. Ah, ich hab einen grünen Fall. Ah, fahren wir doch mal. Hallo. Hallo. So, Halteverbot. Nee, Parkverbot. Ja, okay. Proxima Parada. Porta del Camp. Schön rechts. Also rechts fahren. Weiß ja nie, wo wir gleich lang müssen. Ich gehe mal davon aus, dass wir gleich die nächste Haltestelle irgendwo haben. Halt die doch gar nicht. Oder? Scheinbar schon. Hallo. Steht doch gar nicht Linie 30, nur 1 und 15. Sagt mein Fahrplan dazu. Porta del Camp. Steht's. Na, okay. Steht schief. Läuft. Proxima Parada. Gabriel Alma. So, hier halte ich schon mal runter, so muss steht. Okay. Einsteigen. Mann. Rote Ampel. Proxima Parada. Gabriel Alma. So, jetzt regle ich mal bitte gerade Bus. Dann kann ich das hier irgendwo selbst steuern. Scheinbar nicht. Ist hier irgendwo ein Taster mal für? Die Niveauregelung selber zu steuern? Naja. Ja, schauen wir es mal wieder. Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob es irgendwo einen Taster gibt in diesem Bus, wo man die Niveauregelung selber regeln kann. Also nicht das Kneeling, sondern wie er später steht, weil das ist eindeutig schief hier.
Lines, und das ist Line 14, da fahren wir nicht lang. Wir fahren hier lang, ohne in die Fahrkraft zu krachen. So, hier könnt ihr nicht meine... Könnt ihr nicht meine Pause verbringen, aber da ich nur noch 30 Sekunden habe, hat sich das eh gerade erledigt. So. Was ist jetzt hier? Gut. Der Bus ist immer noch schief. Ein bisschen nach links geneigt, oder? Sehe ich das falsch? Nee, müsste tatsächlich so sein. So, Linie. Nein, fahren wir nicht. Alle Leitern fahren wir raus weiter. Und stehen. Das ist nicht wahr. Wir stehen in der nächsten roten Ampel. So kann man noch seine Verfrühung aufbrauchen. Indem man an jeder blöden roten Ampel rumsteht. Ja. Jetzt stehen wir gerade. Na endlich, es geht doch. Meine Güte. Ich war zwar noch nie auf Mallorca, aber wenn das in Mallorca wirklich so ist, dass die Busse andauernd links, also nach links schief geneigt fahren, das ist irgendwann auch nicht mehr bequem, wenn man da hinten drin sitzt. Was tut denn da mitten auf der Straße? Ernsthaft? Die steht mitten auf der Straße und ich habe einen Menschen angefahren. Ah, warum denn auch nicht? So, will ich mal einsteigen? Nein, gut. Warum gebe ich überhaupt Gas? Ich denke, stundenlang wieder vor der nächsten roten Ampel stehe. Nee. Ist doch nicht mehr wahr hier. So. Wenigstens habe ich eine eigene Busspur. Ich glaube, wir sind anderer Verkehr erstmal nicht. So, ich glaube, hier habe ich Endhaltestelle. Ja, das sieht so aus. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Hoffe, euch hat es gefallen. Bleibe ich überhaupt stehen? Terminus 30, ja. So, wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, euch hat es gefallen. Würde mich über ein Like freuen. Kommentare sind gerne gesehen.
Ich wünsche euch was. Bis dann. Bye bye. Ciao.